Ja, liebe Freunde der Seichenunterhaltung, jetzt willkommen zurück zu Mega Man 5. Jetzt ist Crystal Man an der Reihe. Nachdem wir uns ja mit Gyro Man auseinandergesetzt haben und diesen mal eben kurz in seine Schranken verwiesen haben. Das ging ja relativ schnell. Wollen wir hoffen, dass es mit Crystal Man genauso geht? Oh Mann. Ich sag jetzt schon, ich hasse diese Stage. Obwohl, das sag ich ja eigentlich bei fast jeder Stage. Ist mir aufgefallen. Aua. Im Übrigen steht auch schon das nächste Nebenprojekt fest. Wenn die Mega Man-Reihe fürs NES beendet ist. Nein, es ist nicht die X-Reihe. Es ist ein anderes Spiel. Es ist auch für die PS2, für die PS1 damals erschienen. Das heißt, es wird dann auch wieder unregelmäßig hochgeladen. Ich werde dann wieder so ungefähr 1-2 Stunden immer so ungefähr machen. Und dann werde ich es das nächste Mal wieder hochladen. Diese Stelle bringt sämtliche Spieler zum Verzweifeln. Weil man hier richtig timen muss. Und abwarten muss, wo man springen kann. Wie man sieht. Wenn man jetzt springt, hat man Glück, wenn man nicht getroffen wird. So, jetzt muss man hier abwarten. Obwohl, es ging ja jetzt ohne Probleme an dieser Stelle. Oh, Edward, was hast du für mich? Hey, ein One-Up. Sehr schön, jetzt habe ich wieder 7 Leben. Habe ich noch alle Waffen voll? Ja, muss ich ja. Okay, goodie, goodie. Oh ja, diese Gegner sind auch sehr amüsant. Wer sich noch erinnert an Skullman, der wird gleich was sehen. Man kann sie nämlich nur zwar attackieren, aber erst wenn sie geschossen haben. Ich dachte jetzt, die fallen auch ineinander. Ne, tun sie aber nicht. So, jetzt warte ich, bis die Steine gefallen sind. So wie jetzt. Diesmal waren es 4. Ich könnte es jetzt riskieren, tue ich aber nicht. Ihr kennt mich ja, staatlich geprüft, wie ich bin. Okay, aua! Seht ihr, in diesem Fall bin ich mal zu früh gesprungen. Aua, okay. Wahrscheinlich wieder von vorne. Ja, klar. Macht ja nichts. Können wir... Crystal Man Stage ist super. Die gefällt mir. Ich hätte das wahrscheinlich nicht sagen sollen. Und wenn man diese Kugeln, habt ihr ja schon gesehen, wenn man da den Kopf abschießt, geht auch automatisch das Podium kaputt. Das ist das Schöne an der ganzen Geschichte. Aber Eddie taucht jetzt auch nicht mehr auf und gibt mir nochmal ein One-Up oder so. Das passiert jetzt leider nicht, das heißt, ich muss mich jetzt hier wieder durchmogeln. Oh Mann. Warum kommen immer diese Kugeln jetzt? Ja, irgendwann hört es immer aufzufallen da. Ungefähr jetzt. So. Ich entscheide das immer spontan, aus dem Bauch heraus. Wann ich springe. So wie jetzt. Ja, jetzt nach 3. Jetzt hätte ich springen können. Ich warte aber. Weil zweimal. 1. Okay, nach einem kann ich schon springen. Eddie, bist du vielleicht nochmal da? Ja, sicher. Hey, Eddie, was ist denn da los? Du kommst ja öfters. Was ist denn da los? Kenn ich ja gar nicht von dem. Naja, egal. Und versprochen, der Turbo-Button bleibt weg. Oh Mann. Diese Stelle ist nicht sehr schön. 1, 2. Springen. 1. 1. 1. Rüber. Hat geklappt. Hey, sind wir schon mal weiter als gerade. Ist doch schon mal etwas. So, jetzt machen wir den noch Plätte. Ich glaube, danach kommt auch nicht mehr so eine blöde Phase. Ich weiß es noch nicht mehr. Ups. Aber die Stage habe ich selber, glaube ich, nur einmal auf dem Gameboy gespielt. Und dann kamen ja auch diese komischen Kristalle immer, oder? Aber diesmal haben wir es irgendwo hinbekommen. Oh nein. Ein Staubsauger. Ein Staubsaugermon. Weg ist er. Und wir drehen uns. Hey. Oh. Ja, da muss ich halt einfach nur schießen. Dann kommen die Punkte von selber. Beziehungsweise die Gegner kommen von selber. In meine Kugeln reingesprungen. Wow. Die gibt's auch noch hier. Aua. Wow! Bist du so schnell? Hab ich dir erlaubt, so schnell zu sein? Wow! Noch mehr davon. Oh ja. Ich glaube, jetzt kommt gleich die schöne Stelle. Genau. Ja, sicherlich. So. Ein E-Tank. Haben will. Runterspringen. Wow! So, ich glaube, jetzt habe ich die Hälfte der Stage erreicht. Ein Staubmaschinen, ein Staubsaugermon. Ein M-Tank. M-Tank ist sehr schön. Der ist nämlich sehr nützlich. Der leert alle Waffen, sowie auch... Ey, Rush. So nicht. Rush. Mach mal, was ich will. Geht doch. Mann, immer das gleiche mit dem Köter. Ja, auf jeden Fall... Ja, die Ratte ist auch weg. Der M-Tank ist so eine Art Miracle-Tank, würde ich sagen. Der lädt alle Waffen, sowie auch alle, und auch die eigene Energie auf. Sehr nützlich. So, und jetzt, glaube ich, kommt an eine Stelle, die werde ich verfluchen.
die Fallpassage. Ich habe das V bekommen. Yes! Das V, das V. Ich habe das V. Ich liebe das V. Super, ich muss hier nicht nochmal zurück. Das ist wichtig. Da hätte ich nämlich jetzt wieder so viel Nerven verbraucht wie bei Waveman. Wow. So. Und da ist ja momentan so geklappelt. Wow! Yo! Super, gut ausgewichen. Und wir gehen sofort mit Gyromans Attacke, mit Gyromans Fähigkeit in die Stage. Denn mit Jewelman möchte ich mich nicht allzu lange aufhalten. Hüpp. Ach, man muss den steuern, genau. Man kann diese Propeller an dem steuern. Wie ihr seht. Das macht man nämlich alles, indem man einmal nach oben oder nach unten drückt. So wie jetzt geschehen. Upsa. Haha. Das war's, das war's, das war's. Und wir freuen uns schon mal. Ja, wunderbar. Haben wir wieder jemanden geschlagen, nämlich Jewelman. Jewelman beißt ins Gras. Wir freuen uns. Haben wieder eine neue Fähigkeit erhalten und sind schon wieder weg vom Fenster. Die Musik ist genial. Oh, wir sind jetzt ganz hell und bekommen das Kristallauge mit einem Pünktchen dahinter. Super. Stage Select. Und das nächste Mal setzen wir uns mit Napalm Man auseinander. Also bis dahin spart der Raven dann immer mehr.